Das ist die Larve vom Christian Bühl, der die geschnitzt hat und schon mal, ich hatte jetzt die erste Fassung schon drauf. Und jetzt fangen wir mal an, die Zähne zu malen. Und das angerührte Malmittel für die Zähne vermischen wir jetzt mit der Ölfarbe. Ganz wichtig hier bei der Malerei ist, dass man immer mit einem gewissen Fluss malt, dass man nicht zu plakativ malt, dass sich die Farbe später in sich mische, damit man eine möglichst reelle Fassung hinbekommt. So haben wir den Zahn schon mal eingefärbt in Weiß und werde ihn jetzt nur abtönen, damit er zur Rest der Fassung passt. Sprich, der bekommt noch dunklere Stelle, dass es ein richtiger Wüster Zahn ist, so wie die Larve eben auch.